Ja, willkommen im ersten Segment Nebennierenschwäche. Wir wollen diskutieren, was denn eine Nebennierenschwäche ist und wie sie dann auch untersucht wird, generell von der Medizin. Da haben wir das Problem, dass die Einschätzung sehr stark über Laborwerte läuft und man zieht sich da ganz wenige Laborwerte heraus. Ich versuche das mal kurz zu schildern, wie das ist. Also es gibt da die Situation, dass man sagt, Sie sind gesund. Wenn Sie gesund sind, dann haben Sie einen normalen Spiegel von Cortisol im Blut, dann haben Sie ein normales ACTH und ein CRH. Die Bestimmung von CRH ist ziemlich teuer, die spart man sich meistens, deswegen mache ich das schon mal so. Aber mit diesen beiden Werten wird viel gearbeitet. Man sagt dann, gut, wenn das Cortisol, nehmen wir mal an, niedrig ist, na, Sie sehen schon, da gibt es verschiedene Stadien der Nebennierenschwäche und überall ist das Cortisol niedrig. Dann würde man noch mal schauen, wie ist denn das ACTH? Ist es hoch, ist es niedrig? Und daraus zieht man dann so seine Schlüsse. Und alles Übrige, wie Ihre Beschwerden sind, wie Ihre Körpertemperatur ist, andere Hormone, die da in Frage kommen würden, die werden jetzt mal nicht berücksichtigt. Ich versuche aber jetzt mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, wie so eine Nebennierenschwäche auf dieser Ebene untersucht und eingestuft werden kann. Und da unterscheidet man jetzt zwischen drei verschiedenen Ebenen, wie so eine Nebennierenschwäche entstehen kann. Und die erste Ebene, die ist dann die primäre, dann gibt es die sekundäre, dann gibt es die tertiäre. Die primäre Ebene wäre die Nebenniere selbst. Und die sekundäre wäre die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse. Und die tertiäre wäre noch weiter oben im Gehirn, der Hypothalamus. Und jetzt kann eben eine Situation auftreten, dass man sagt, die Nebenniere ist schwach und die Regulationszentren des Körpers, die versuchen das jetzt hochzutreiben. Das wäre zuerst die Hypophyse und dann würde der Hypothalamus arbeiten. Und wenn sie jetzt schwach ist, dann gehen die Hormone der Hypophyse, das ist in dem Fall das ACTH und des Hypothalamus, das CRH, in die Höhe im Blut. Dann ist immer stärkere Stimulierung, dass die Nebenniere vielleicht doch noch eine gewisse Leistung bringen kann, noch mehr Cortisol und andere Hormone ausschütten kann. Wenn ich eine sekundäre Problematik habe, dann habe ich ein niedriges Cortisol im Blut, weil die Nebenniere faul ist. Sie ist aber auch faul, weil sie zu wenig von der Hypophyse angeregt wird. Und da finde ich dann ein niedriges Cortisol, ein niedriges ACTH und dann versucht der Hypothalamus, also das Gehirn, mit Bildung von CRH die Hypophyse dazu anzutreiben, doch mehr zu leisten. Und dann gibt es noch eine Situation, die nennt man dann tertiär, wo ich im Blut zu wenig Cortisol finde, ich finde zu wenig ACTH, aber auch das CRH ist niedrig. Und dann sagt man, gut, das Gehirn hat irgendeinen Defekt, irgendeine Störung und kann gar nicht über seine Mechanismen die Nebenniere zur Leistung anregen. Dieses Schema ist an sich mal richtig, aber es ist sehr stark vereinfacht. Und was völlig ausgespart wird, ist jetzt diese Frage, wenn eine Nebenniere wenig arbeitet, dann muss es nicht unbedingt daran liegen, dass die Steuerungszentren nicht funktionieren, sondern es kann ja andere Faktoren geben. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die Schilddrüse selber, die größte Hormondrüse, hat natürlich eine Wirkung auf die Nebenniere. Und wenn die Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen stimmt, dann wird die Nebenniere ruhig arbeiten und ihre Leistung bringen können. Aber nehmen wir mal an, es sind zu wenig Schilddrüsenhormone vorhanden. Oder die Mischung dieser Schilddrüsenhormone ist ungünstig. Da gibt es nämlich Unterhormone, die dann auch die Nebennierenleistung bremsen können. Das wird völlig ausgespart in der konventionellen Medizin, die da abklärt. Und dann kommen natürlich andere Faktoren auch noch dazu, Vitalstoffmangelzustände. Und dann die generelle Frage, wenn die Nebenniere unsere Stressdrüse ist, dann verwenden wir die ja stärker, wenn wir gestresst werden. Das kann jetzt emotionaler Stress sein, es kann körperlicher Stress sein, da gibt es verschiedene Dinge. Aber natürlich müssen wir in die Gleichung mit einbeziehen, wie stark arbeitet denn eigentlich die Nebenniere bei diesen Menschen, wie viel hat sie zu tun? Ist das jemand, der seine Nebenniere zweimal, dreimal stärker beansprucht als ein anderer oder als es die Natur vorgesehen hat? Man muss ja berücksichtigen, dass die Entwicklung des Menschen über eine lange, lange Reihe von anderen Lebewesen, Säugetieren, zuletzt Landsäugern gelaufen ist. Und die Nebenniere hat sich in diesem Rahmen entwickelt für die Bedrohungssituationen, die Stresssituationen, die einfach in der Natur vorkommen. Und die Nebenniere hilft uns dann, mit diesen Überforderungssituationen umzugehen.
Aber wenn wir natürlich eine Entwicklung haben, wie das in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, in unserer Gesellschaft war, dass unsere Aufgaben, unsere Pflichten, unsere Aktivitäten zunehmen, wir immer mehr Druck kriegen, muss man natürlich sehen, dass hier die Entwicklung des Menschen nicht Schritt halten kann mit der Entwicklung, die sozusagen in der Entwicklung der Zivilisation passiert ist. Und so gesehen muss man das in diese Gleichung sehr stark einbeziehen. Und wenn jemand eine Nebennierenschwäche hat, muss man sagen, ja, vielleicht läuft die Flasche immer schneller leer, weil sie einfach zu stark beansprucht wird. Also man kann das Organ natürlich auch überfordern. Aber davon abgesehen wäre es natürlich schade, wenn wir uns jetzt auf diese eher ganzheitliche, von außen kommende Situation zu stark beschränken würden. Wir müssen trotzdem berücksichtigen in der Einschätzung einer Nebennierenschwäche, könnte denn dieser Mensch etwas anderes haben auf Ebene der Nebenniere? Und da finden wir jetzt beispielsweise die Situation, dass es auch Autoimmunerkrankungen der Nebenniere gibt, ähnlich wie die Hashimoto-Thyreoiditis bei der Schilddrüse. Da gibt es dann Antikörper gegen die Nebenniere und dann entzündet die sich und verkleinert sich dann im Laufe der Zeit und kann natürlich dann ihre Leistung nicht bringen. Und dann gibt es häufig die Situationen, dass Infekte, vor allem von Pilzen, also in etwa 20% der Fälle von der primären Nebennierenschwäche, diese Minderleistung machen. Also dann muss man durch diese Infekte behandeln, versuchen zu beseitigen, dann wird die Nebenniere auch wieder besser arbeiten können. Und ähnlich geht es natürlich auch dem Gehirn und der Hirnanhangsdrüse. Da kann es Tumore geben, dann kann es mal einen Insult geben, also einen Hirnschlag, einen Apoplex, der die Schädigung macht. Es kann Einblutungen geben, es kann dort in diesen Bereichen auch andere Störungen geben, Infektionen, Entzündungen, die dann auch bewirken, dass die Nebenniere schlecht arbeitet. Eine ganz wichtige, also abschließend bemerkt, Form der Nebennierenschwäche entsteht natürlich, wenn ich sehr viel Kortikoide bekommen habe, also Cortison oder ähnliche Produkte, wegen einer Allergie oder Ähnlichem, wenn ich das absetze, dann kommt das oft vor, dass die Nebenniere im Laufe dieser Jahre schwach geworden ist und dann plötzlich auch nicht mehr ausreichend arbeiten kann. Also die häufigste Form der Nebennierenschwäche entsteht durch vorhergehende Hormonersatztherapie mit Kortikoiden.